das mit dem Washi-Tape festkleben, habe ich jetzt erst seit ein paar Karten. Ich habe es immer bei anderen Künstlern gesehen und mich halt gewundert, warum. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz praktisch, weil zum einen, du hast halt so, bist du wirklich, kollerst du nur bis zum Rand, und wenn es zum Beispiel schwarz machst und dann über den Rand gehst, dann siehst du ja nicht mehr deine Striche, ist dann etwas unvorteilhaft. Deswegen. Und es ist halt wirklich fest an seinem Platz und rutscht nicht die ganze Zeit weg, beziehungsweise musst du es jetzt auch nicht festhalten. Ist gar keine so schlechte Sache. Kleine Randinfo am Rande. Bevor ich jetzt fragt, warum ich die Karte so komisch hin und her halte, ist es einfach wegen dem Rubbelgrip, weil es ja gesehen hat, diese, ich sage jetzt mal, gelartige Flüssigkeit, die dann halt durchsichtig wird, habe ich ja vorher aufgetragen, und dadurch, dass sie nicht eingefärbt ist, siehst du sie am Ende nimmer. Also habe ich es dann einfach nur vom Licht reflektieren lassen. Das ist halt immer so eine kleine, ich sage jetzt mal, Sicherheit. Es passiert zwar öfter, dass man dann übersieht, dass da zum Beispiel in der Ecke was fehlt, aber shit happens. Possible.